Simon Rabanza ist Skilehrer, Versicherungskaufmann und eigentlich Vollblutmusiker im Herzen. Der 24-jährige Gröner beseelt seine steirische Harmonika mit rockigen und poppigen Klängen. Innerhalb von kurzer Zeit hat er sich einen Namen gemacht und rockt sämtliche Bühnen des Landes. Die eigentümliche Kombination von alpenländischen Klangfarben, gängigen Hits und Eigenkompositionen erfreut jung und alt gleichermaßen. Das beweisen die 2 Millionen Klicks, die Rabanzas Videos im Netz erzielt haben. AC/DC vor glühendem Rosengarten. Widersprüchlicher kann Idylle wohl kaum vermittelt werden. Doch die ungebremste Spielfreude lässt Simon Rabanza sämtliche musikalische Grenzen durchbrechen. Desto mehr man spielt, desto mehr kommt dann auch die Neugier und die Freude auf etwas Neues und etwas Neues ausprobieren. Und die haben allem schon viel Pop gehört und viel Rock gehört und viel gespielt. Und natürlich war dann für mich da die Neugier und auch, sagen wir, der Ehrgeiz brutal groß aus dem Instrument, was ja allem noch gesehen wird, ein bisschen so als klassisches, traditionelles Instrument, das wirklich herzunehmen und zu sagen, schau, das ist eigentlich genau ein gleiches Instrument wie eine Gitarre und da kann man AC/DC spielen. Das steirische Örgele hat einen bescheidenen Tonumfang. Nur ganz große Musiker sind imstande, der alpenländischen Quetschen mehr zu entlocken. Die haben das eigentlich angefangen zu spielen, weil ich wirklich bei einem Dorffest in Feldturns in Herbert Pixner gesehen habe, ganz am Anfang von seiner Karriere noch. Das war jetzt mittlerweile fast vor 20 Jahren. Das hat mich so fasziniert, wie er das gespielt hat. Und dann hat er gesehen, den kleinen Pur, was ich war, was so zugeschaut hat, mit offenem Mund. Und dann hat er mich hergenommen und hat mir Pippi Langstrumpf gespielt. Und logisch, für einen kleinen Pur mit 6 Jahren war das für mich ein Highlight. Und dann habe ich gesagt, Mama, Tata, schau, das Instrument mag ich lernen. Bei Pippi Langstrumpf ist es dann nicht geblieben. Simon Rabanza hat sich ein immenses Repertoire erarbeitet. Am liebsten tritt er als One-Man-Band auf. Etwas unterstützt wird er von selbst eingespielten Backing-Tracks. Den Nerv des Publikums trifft der Allroundler immer. Ich spiele in die Hotels und in die Tourismusvereine und sehe mich wirklich ja so, dass die Leute am Anfang oft sehen, so durch klassische Buhr, was mit der Zichorgel kommt und dann sagen sie jetzt, sie kommt da 2 Stunden Volksmusik und pff. Und dann fange ich an zu spielen und meistens sind sie dann am Anfang ganz erschrocken und sagen, na, Spinni, was macht denn der da mit dem Instrument? Simon Rabanza macht seinem Faltenradio, wie die Harmonika auch genannt wird, alle Ehre. Vielleicht rockt der sympathische Grödner schon bald die großen Bühnen. Das Rüstzeug hätte er dazu. Herbert Pixner wird sich freuen, wenn er sieht, was aus dem Bub geworden ist. Ziele und Träume muss man haben.